Hallo, herzlich willkommen. Heute widmen wir uns einem Basic-Video. Das ist schon das ein oder andere Mal, hat sich das mal jemand gewünscht. Es gibt auch schon Dutzende Videos dazu tatsächlich im Netz. Und da wird das als Basic Knife Skills, wird das, wie nennt man das, gekennzeichnet oder ausgegeben? Bepriesen. Bepriesen? Bepriesen? Bepriesen, betitelt. Betitelt, ja. Betitelt, genau. Ja. Okay, und wir machen sowas Ähnliches heute. Also ich zeige euch heute, welche Messer man benutzt, um was zu schneiden. Im Groben, nicht in den Details natürlich. Ne? Also es würde sonst sehr, sehr weit führen und das Video würde sehr, sehr lang werden. Sondern hier geht es einfach nur darum, wie schneide ich richtig und welche Messer sind für gewisse Dinge einfach ungeeignet, weil es Spezialmesser sind. Ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt hier schon im Thumbnail, habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen, wir haben hier eine ganze Menge Messer liegen. Das ist eine kleine Auswahl meiner Messer, die ich in meiner Messerrolle habe. Also bis auf das hier, das sind Wetzstahle, die nicht. Und das hier ist ein Sparschäler. Übrigens, so, ne, diese Sparschäler kosten Apfel und Ei, sind die besten überhaupt. Finde ich auch. Ja, ne? Ja. Oder? Ja, die gehen auch nicht kaputt. Nein, nie. Und wenn, wie du schon sagtest, dann holst du für 1,09 €. Genau, holst du für 1,09 €, genau. Und die halten ewig. Ja. Also wir Profis benutzen die tatsächlich auch. Okay, und dann habe ich hier ein bisschen Gemüse. Das werden wir gleich alles verschneiden. Und wir haben hier diverse Messer. Abgesehen davon, dass natürlich einige Messer besonders schön sind und die anderen vielleicht nicht so schön sind und naja, aussehen wie ein Metzgermesser, dann ist es wahrscheinlich auch eins, so wie das hier. Das hier ist ein Ausbeiner. Der ist flexibel. Das heißt, der ist ungeeignet, um damit Gemüse zu schneiden. Mit einem Ausbeiner kein Gemüse schneiden. Selbst wenn es das schärfste Messer in eurem Repertoire ist. Tut euch den Gefallen, macht es nicht. Das hier ist ein Sägemesser. Ein Sägemesser ist für Brot. Ja? Das in diesem Fall ist sogar ein richtiges Brotmesser. Natürlich kann ich hiermit, wenn ich das möchte, etwas schneiden. Klar. Aber wenn ich damit zum Beispiel Julienne schneiden möchte und das Messer nach unten auf den Boden kommt, dann seht ihr, dass man durch die Rillen hier unten hier durchgucken kann. Das heißt, wenn ich damit etwas schneiden möchte, was bis zum Boden geht und nicht, sage ich jetzt mal, bei einem Brot ist es ja so, ist ja das letzte, ist ja eine Sägebewegung, die man macht. Davon lebt dieses Messer. Deswegen ist das eine Säge. Und eine Säge wird für Brot benutzt und harte Krusten, sage ich jetzt mal, die so ein Reißen als allererstes brauchen. Okay? Auch zur Seite. Ist eigentlich auch jedem klar. Das hier ist auch ein Spezialmesser. Das ist ein sogenanntes Turniermesser. Kein Hümmelchen. Ein Hümmelchen ist gerade. Das ist ein Turniermesser. Damit wird Gemüse in Form gebracht. Also Turnier mit OU, nicht wie das deutsche Turnier, ne? Wettkampf. Also, genau, richtig. Weil das nennt sich dann Turnieren. Ne? Das, ja, Turnieren, genau. Wir machen das auch gleich einmal, also dass man das einmal sehen kann. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, aber... Ich auch nicht. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Zwischenprüfung, glaube ich. Sonst wird es peinlich. Okay, und dann haben wir hier eine Auswahl an Messern, die für das meiste in der Küche geeignet sind. Das sind nur unterschiedliche Größen. Ich lege das mal so hier hin, damit man das noch besser sehen kann. Eine 24er Klinge, eine 20er Klinge und zwei 18er Klingen. Diese Messer, wenn ihr Anfänger seid und ihr sagt, ich bin mir nicht sicher. Nehmt eine 18er Klinge. Keine 20er braucht ihr nicht. Also könnt ihr nehmen, ja, aber ihr kriegt alles mit 90% von dem, was ihr macht, kriegt ihr mit einer 18er geschnitten. Okay? Und dann kommt es nur noch auf die Klingenform an. Wollt ihr ein Kochmesser haben, so wie dieses hier?
Ja? Oder sagt ihr, ich stehe so auf diese japanischen Dinger, dann nehmt ein Santoku. Dieses. Oder halt speziell so. Wenn ihr euch noch mehr für Messer interessiert, wir haben da schon ein Video zu gemacht, können wir euch hier oben verlinken. Okay. Aber eine Sache muss klar sein. Die Klingen müssen leicht gebogen sein. Und nicht ganz gerade. Wenn die ganz gerade sind, dann haben die dieses Schwingen, was wir gleich einmal üben werden, das wird nicht funktionieren mit diesen Messern, wenn die ganz gerade sind. Das hört sich ganz merkwürdig an. Fühlt sich auch merkwürdig an, das stimmt allerdings. Ne? Okay, also ich nehme jetzt mal ein ganz normales Santoku-Messer und nehme mir jetzt ein Champignon. Okay? Schneide den einmal in der Mitte durch. Und jetzt gibt es verschiedene Arten des Schneidens, der Schnitttechnik. Es gibt einmal die Schnitttechnik Spitze auf dem Boden und, sage ich jetzt mal, dieses wie das Schwungrad einer Dampflok. Das ist sehr, sehr kontrolliertes Schneiden. Sehr präzise halt, ne? Auch. Sehr, sehr präzise, ne? Also man kann das immer wieder neu justieren. Ich mache das einmal so, dass man sehen kann, wie das aussieht. Ich habe die Finger zu einer Klaue gemacht und nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, so. Das Messer ist hier dran und gleitet so immer an den Fingern entlang. Und ihr könnt euch nicht schneiden, weil ihr nicht ihr überhöht das Messer nicht. Ihr müsst es gerade halten, nicht schief. Ja? Im Zweifelsfall lieber so ein kleines bisschen von euch weggeneigt. Ich zeige das einmal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So. Ja. Die Geschwindigkeit ist völlig unerheblich. Das ist der sogenannte Wiegeschnitt. Okay? Der Wiegeschnitt ist der Schnitt, mit dem ihr, sage ich jetzt mal, das meiste Gemüse wirklich gut schneiden könnt. Ja? Der Wiegeschnitt geht zum Beispiel wir nehmen eine Zucchini hier noch damit dazu, eine kleine. Das würde jetzt hier, das wäre zu hoch für den Wiegeschnitt. Das geht, dafür müsst ihr aber schon sehr, sehr geübt sein, ne? Ne? Das geht, aber ich sag mal, wenn ihr sagt, ihr wollt Streifen haben, dann macht es so, der sogenannte, also das Zurückziehen des Messers. Ne? So. Wichtig ist halt dabei, glaube ich, nochmal zu erwähnen, immer schneiden, nicht drücken. Genau, nicht drücken. Drücken kommen wir jetzt auch zu. Das, wie nennt man das? Ich nenne das immer das Proletenschneiden. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Okay, du weißt, was jetzt kommt. Ne? Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen kleiner. Ne? Das ist immer dann, wenn man so ein bisschen angeben möchte. Ne? Ich schneide das jetzt mal hier noch einmal in der Mitte durch, dass es ein bisschen kleiner ist. Und dann geht das los. So. Arme Messer. Das arme Messer, ganz genau. Ne? Das arme Messer. Also, ganz ehrlich, ja, klar geht das. Und wenn man so ein bisschen beeindrucken möchte, kann man das machen. Aber bei einer Zucchini ist das völlig unangebracht. Es gibt tatsächlich nur ganz, ganz wenige Gemüsesorten, wo man das macht. Wenn man zum Beispiel einen großen Kohl hat und den runterschneiden möchte, dann verwendet man diese Technik. Ne? Also diese Schnitttechnik, ne? Des Zurückziehens. Ne? So. Ja. Okay. Dafür verwendet man die. Und bei einem Gemüse ist das auch unerlässlich und das ist bei der Zwiebel. Ja, eine Zwiebel ist die, sag ich mal, die Königsdisziplin eines jeden Kochs. Ne? Und wenn ihr jetzt hier so eine Zwiebel habt, die so eine dicke Schicht hat wie ich hier oben, ne? So, und ihr wollt daraus feine Würfelchen schneiden, dann nehmt die obere Schicht weg. Na, die Silberhaut logischerweise auch, da rutscht man gerne ab. Und hierbei ist es wichtig, dass das Messer wirklich, wirklich scharf ist. Und dann machen wir das einmal.
richten den Grat noch einmal auf. Zwiebel hinlegen, Wurzel nach hinten, Blüte nach vorne. Ansetzen, hier dran. Ich mache das einmal so, dass ihr das besser sehen könnt. Und dann schneidet man die tatsächlich ganz, ganz, ganz fein ein. Man schneidet Harfen da rein. Und ihr hört schon, wie das Messer auf das Brett schlägt. Eigentlich ist das nicht gut, ne? Und deswegen ist, sage ich mal, das Zwiebelschneiden eins der Dinge, die wirklich sehr, 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 sehr anstrengend sind, ne, für ein Messer. So, jetzt kann man das, ich habe in der Ausbildung gelernt, das noch einmal so quer einzuschneiden. Muss man aber nicht. Es geht auch so. Und jetzt, hier würde jetzt der sogenannte Wiegeschnitt wieder gehen. Schön wieder die Klaue machen, ne? Genau, Klaue machen. Jetzt, pass auf. Jetzt ist das passiert, was euch auch zu Hause passiert. Hier, der hier. Ja. Oh Gott, um Himmels Willen, was mache ich jetzt? Legt das zur Seite. Wenn ihr merkt, jetzt wird das hier wabbelig, ne? So, ihr könnt das nicht mehr richtig halten. Kippt das auf die Schnittfläche und schneidet das hier oben noch weiter. Jetzt habt ihr wieder eine Schnittfläche. Fertig. Und das Endstück und so weiter geht in die Brühe. Und hier habt ihr dann Würfel. Okay, so, dann haben wir noch Schnitttechniken, die in Profiküchen gerne verwendet werden. Und die haben gerne so, also die haben nicht nur gerne, sondern die haben französische Namen. Julienne und Brunoise. Und dafür nehme ich mir jetzt mal eine Möhre, um euch das zu zeigen. Die schälen wir einmal. Schalen kommen bei uns immer in den Fond. Egal welchen Fond, jetzt nehme ich mal ein anderes Messer, jetzt nehme ich mal das hier, das Küchenmesser. Schneide die Endstücke hier ab. Und jetzt schneide ich mir ungefähr daumenlange Stücke daraus. So. Jetzt ist das rund. Würfel aus was Rundem zu schneiden ist schwierig. Also müssen wir das eckig machen. Dafür schneiden wir eine Seite ab. Auf die Schnittfläche, das weg. Auf die Schnittfläche. Auf die Schnittfläche. Und jetzt machen wir es ganz so. Jetzt habt ihr hier einen Würfel, ne? Oder ein Rechteck. Ein Quader. Ein Quader, genau. So, aus diesem Quader, jetzt könnte man das auf einer Aufschnittmaschine aufschneiden oder wie auch immer ihr das möchtet. Wir machen das jetzt hier mit einem Messer und schneiden da Scheiben runter. Die sind jetzt ein bisschen größer, ne? Und das jetzt hier an der Stelle, wenn das zu dick ist, geht jetzt nicht hin, nehmt das zwischen Daumen und Zeigefinger und geht mit dem scharfen Messer da dran. So wie wir das immer machen. Schlechte Idee. Bitte nicht machen, okay? So, dann macht ihr euch jetzt am Anfang, ne, wenn man das üben möchte, macht ihr euch so ein Päckchen aus Zweien. So, dann geht ihr hin, Klaue, wie gehabt. Und dann macht ihr die ersten, Julienne. Versucht die so fein wie möglich zu schneiden. Das hier zum Beispiel wäre jetzt für die gehobene Küche, das wäre schon zu dick. Die sogenannten Balken dann, ne? Das sind die, genau. Meine Mutter nennt die Brückenpfeiler. Oder so. Ne? So, aber das hier wären dann Julienne. Aus den Julienne werden Brunoise geschnitten. Zusammenlegen, wieder wie ein Päckchen. Wenn das zu viel werden sollte, nehmt weniger. Und dann schneidet ihr die ebenfalls so fein, wie es geht. In Würfelchen. Ne, so grobe Stücke hier wie das hier. Ne, das ist halt, für die feine Küche ist das zu grob. Das kommt weg. Für die gehobene Küche sind es diese hier. Nicht falsch verstehen, weg heißt auch in den Fond. Ja, genau. Ja, richtig. Entschuldigung. Danke, Stefan. Bin natürlich nicht weggeschmissen. Ne? Also viel davon landet auch im Koch. Das auch. oder in den anderen Köchen, in den Kollegen, die an deinem Brett vorbeischlendern, so, ja. Oh,
Geil. Sind das Bruno Haas? Ehrlich? Ne? Ja. Wer kennt das nicht? Die schmecken auch immer ganz besonders gut. Woo! Hätten wir das auch fertig. Jetzt eine Sache, Turnieren. Wir machen das jetzt mal mit einer Zucchini. Das ist ja auch das Einfachste ausgesucht, oder? Ich könnte auch eine Kartoffel nehmen, aber ich habe keine. Ach jetzt so, gerade okay, hier. Ja. Turnieren. Wir machen das jetzt mal aus so einem Stück hier, ja? Dafür brauchen wir ein Turniermesser. Ihr sucht euch die Mitte raus. Hier. Da setzt ihr das Messer an und schneidet in einem Bogen bis zur Mitte der unteren Seite. Wir machen das mal. Ansetzen. Bis zur Mitte der unteren Seite. Jetzt dreht ihr das und macht das gleiche nochmal. Von der Mitte zur Mitte. Jetzt umdrehen. Von der Mitte zur Mitte. Hier auch. Von der Mitte zur Mitte. Und wieder. Schön. Und das bitte 400 Mal. Ja. Ja? Warum macht man das? Wir machen das nicht, weil wir sagen, das macht uns besonders viel Spaß. Nein. Natürlich ist es so, dass das Gemüse so schön aussieht und man kann tolle Bilder auf dem Teller machen und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber vor allem hat es einen ganz entscheidenden Vorteil, wenn alle Stücke gleich groß sind. Und das ist der, dass alle gleich garen. Warum schneiden wir Brunoise und Julienne so fein und so klein? Weil wir dann im à la carte Geschäft schnell frisches Gemüse zugeben können und es ist sofort gar. Es gart einfach schneller. Ja? Deswegen machen wir das. Wir machen das nicht, weil wir uns auf der Brust rumtrommeln wollen, weil wir sagen, das ist geil, sondern weil es uns im Stress, sage ich jetzt mal, oder im Geschäft den Stress wegnimmt. Weil wir wissen, ich sag mal, die Möhrchen hier, ja, guck mal, wie fein die sind. Die brauchen noch nicht mal eine Minute im Gemüse oder in der Brühe, in der Gemüsebrühe oder in der Rinderkraftbrühe. Dann ist die gar. Ja? Und hat trotzdem noch ein bisschen Biss. Sowas hier. Ja, ich weiß, wenn ich das reinschmeiße als Postenkoch, das dauert 3 Minuten, 4 Minuten, dann ist das fertig. Und ich kann das meinem Chef vorne, der am Pass steht, kann ich sagen. Gemüse ist drin, 3 Minuten. Und zwar alles, was da drin ist, weil alles die gleiche Größe hat. 3 Minuten. Ja, also alle Zucchini haben die gleiche Größe. Klar, geht gut. Deswegen machen wir das. Nicht, weil wir das besonders toll finden, sondern es hat schon einen Sinn. Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke, Grundlegendes haben wir jetzt alles erklärt. Genau. Wie du schon gesagt hast, man könnte jetzt noch auf 1000 Sachen eingehen. Ja. Auch mit dem Kochmesser stehlen und solche Sachen, aber... Können wir ja noch mal irgendwann machen, ja. Wenn das wirklich, ne, wenn wir jetzt sehen, okay, da ist wirklich Interesse da, dann können wir da gerne noch mal drauf eingehen. Eine Sache ist mir noch wichtig, die liegt mir am Herzen. Es gibt Gemüsesorten, die haben so eine Schale. Und diese Schale ist sehr hart. Ne, also nicht, wenn man jetzt so drauf drückt, sondern die ist hart für ein Messer. Und wenn das Messer nicht brutal scharf ist, dann kann man dieses Gemüse nicht schnell schneiden. Und das ist nicht schlimm. Ja? Da muss man halt gucken, dass man es entweder umdreht. Ne? Also bei einer Paprika wäre das dann die Innenseite und würde dann durch die Innenseite schneiden. Also nehmen wir mal das. Zeig das einmal. Bei einer Tomate ist das zum Beispiel auch so. Eine Tomate kannst du einfach nicht schnell schneiden, das geht nicht. Also selten, es sei denn, das Messer ist so scharf und brandneu oder ähnliches, dass man damit was machen kann. So, jetzt haben wir die Paprika. Und jetzt will ich die, hier raus will ich jetzt Streifen schneiden. Und gehe jetzt hin und mach den. Und ihr hört schon, das geht nicht so gut, ne? Sondern... Das drückt sich hin und wieder mal so ein bisschen weg. Wenn ich das auf der anderen Seite mache, also hier auf der Seite, wo keine Haut ist, und
da merkt man schon, das geht deutlich einfacher. Das will ich damit sagen. Ne? Also ja, das geht. Das Messer muss natürlich dann rattenscharf sein. Kein Problem, dann könnt ihr das machen. Dann kriegt ihr vielleicht 5-6 Paprika so geschnitten. Und dann müsst ihr das Messer wieder abziehen. Deswegen macht es euch einfach, dreht es einfach auf die Innenseite und schneidet da weiter. Okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn noch Fragen sind, schreibt es unten in die Kommentare, wenn Fragen zu den Messern sind. Eins der beliebtesten, also die am häufigsten gestellteste Frage zu den Messern ist, was ist das für ein geiles Ding? Dieses Messer, ganz liebe Grüße an den Sören. Ja, ich liebe dieses Ding. Dieses Messer ist ein Einzelstück. Und leider ist es ein Einzelstück. Ich würde es euch, also wenn es noch verfügbar wäre, ich würde es euch gönnen, dass ihr euch das kauft. Aber das ist ein Einzelstück. Und zwar ist das aus der kleinen Schmiede Atelier 106. Ich weiß, das ist, also ich habe dieses Messer gekauft und ich mache jetzt hier keine, also ich möchte keine Werbung machen als solches. Aber das ist ein klein, also es ist eine kleine Schmiede und das ist deutsche Handwerkskunst. Wirklich. Und das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Also ich habe, wie gesagt, Sören, wenn du zuschaust, ne? Ganz liebe Grüße, bitte. Ich dachte, der macht auch viele Einzelstücke, glaube ich. Ne? Ja, hab natürlich. Ich mal auf der Klar, ja, wir haben ja noch eins von ihm. Ne? Deutsches, so. Ja, wir haben noch eins von ihm. Da. Ja. Ne? Das ist auch ein Einzelstück von ihm. Also. Nur. Also es ist nicht so, dass man da keine Messer kaufen kann. Ihr könnt da auch noch Messer kaufen. Auch diese Form, sage ich jetzt mal, die kann man kaufen. Aber das mit diesem Muster da drauf, nee, leider nicht. Es tut mir leid. Okay, also, ja. Und, okay, das kennt man auch. Und das ist ein Carbon-Stahlmesser aus Japan, auch geschmiedet. Wie der Schmied jetzt da genau heißt, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, habe ich mal irgendwann gekauft, hat geglitzert, wollte ich haben. Okay, alles klar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.